hast dir gerade mir mal angeguckt? Ach, es sind nur hervorgehobene Bushaltestellen. Wir müssen alle auf 3 haben, ne? Die ist auf 2, da hält aber auch nichts. Das ist alles hier neu. Die sind auch noch nicht auf 3, da hält auch kaum was. Ne, im Moment hält er was. Hier halten wir mit der, oder? Nee. Da hält einfach gar keiner, okay. Hier hält auch keiner, hier halten keine. Ember Tor ist aber auch neu. Das ist, glaube ich, auch hier alles neu mit der Lindnergasse und so weiter. Also, da bin ich mal gespannt. Da müssen wir echt nochmal gucken, wie wir das dann machen. Erstmal müssen wir, haben wir das hier. Also, das ist die auf Level. Die sind ja sowieso auch schon auf Level Dings. Ist ja irrelevant, mehr oder weniger. 8. Und die halt nicht Hafen, also das Port Ember mindestens 4 Haltestellen. Neue Strecke. Wo war denn jetzt hier nochmal die Station? Ich glaube, ich. Hier war, glaube ich, die Bushaltestelle, Station, irgendwie so. Ach, das ist die Haltestelle, Depot natürlich. Wo fangen wir denn da an? War das Depot hier und dann da? Oder war das hier oder war das doch hier? Wir fangen einfach bei Hafenverwaltung an, dann geht es zum Hafen Pier, zum Hafen Pier 3, Pier 1, Resselagerhallen. Wir müssen nach Oakville, Sigwalden mindestens 2, Sigwalden Lido, Oakville Zentrum. Lachstraße und Siegwalden. Das müsste ja passen. Kann man das noch optimieren? Nee. Speichern wir das Ganze. Und weil wir sowieso so viel Geld haben, wir werden auch gleich Level 15 werden. Also wir werden auch was freischalten. Deswegen Garage, Shop. Wir holen uns wieder für 120.000. Bearbeiten den selbstverständlich. Mit wer? Oh. Stehen da drauf. Stücks. Das Einkommen ist gleich. Dann machen wir es mal so. Verdammt. Anwenden. Kann man dann hier. Wobei, das geht wahrscheinlich nur mit. Ja. Verdammt. So, anwenden, zack. So, haben wir den Bus dann angestellt. Dann holen wir uns einen Profi. Einstellen. Und dann packen wir den genau hier schon zu. Dann haben wir nämlich die Strecke zum einen gefahren und haben auch schon gleich direkt den Dings dadurch. Den Punkt dafür. Business Park 4 und das. Oh. Business Park ist aber auch überall auf 3, oder? 11, 9, 6. Gibt es eigentlich Ölhafen oder sowas? Nee, ne? Alle Haltestellen von Port Ember. Okay, das ist ja schon mal gut.
Das ist sehr gut. Das heißt, dann werden wir damit die auch verbinden und bekommen die auch auf Level 3. Dann würde ich fast sagen, dass wir nach dieser Tour, also in der nächsten Folge, dass wir dann halt dieses hier abfahren, um diese hier auch schon hochleveln zu können. Aber wir fahren erstmal Hafenverwaltung Siegwalden und sind jetzt dann gleich in Game. Jetzt muss ich nur noch wahrscheinlich in den Einstellungen wieder ändern. Nur im Bus soll natürlich nichts sein, sondern nur in der Ego-Perspektive. Das ist sehr schön, dass man das jedes Mal wieder umändern muss. Nicht. Eine schöne entspannte Tour jetzt. Ohne viel Tamtam kommen wir hier durch. Oh Gott. Haben wir gefahren? Moment, wir sind eigentlich hier. Wir starten. Ah, hier ist die. Okay, das ist ja eigentlich schon ein guter Punkt. Ne? Also, passt ja. Zack. Und dann rein in die gute Stube. Was war denn das noch? Ich dachte, ich hätte hier irgendwie. Egal. Ich dachte, ich hätte das, könnte das hier. Funktioniert das? Ich dachte, ich könnte das, wie sag schon, den Sitz, die Sitzposition ändern, aber irgendwie scheinbar nicht. Was wollte ich machen? Ich wollte das Licht hier ausmachen. Licht aus. An. War das nicht hiermit? Ah, jetzt geht's. Was macht denn. Warum gehen die denn hier so krass rein? Das verstehe ich auch nicht. Motor an. 7. Parkbremse. Tempomat an und los geht's. Ich fühle die Position aber irgendwie noch verkehrt von dem Ganzen. Das ist rein so, das will ich nicht. Da waren wir doch so. Da waren wir doch so. Dass sie immer so nah rangehen hier, das ist echt ein komischer Punkt. Lass uns jetzt schnell weg. So, ab nach Hafenverwaltung. Bin ich mal gespannt, wie das dort aussieht. Gut, wahrscheinlich ist der Ölhafen ein bisschen interessanter vielleicht. Aber wir werden sehen. Auch ein bisschen lauter. So, hoffentlich fahren wir jetzt eine schöne, gute Tour. Die jetzt uns möglichst viele Punkte einbringt. Das ist ein Park. Okay, der hält einfach, okay. Das ist aber nett. Oh ne, hier will ich noch gar nicht rein. My bad. Das sieht ja auch nice aus. Ist das Fähre oder ist das. Für mich sieht es so ein bisschen aus vorne wie ein Teil von der Fähre. Hier ist niemand, okay. Okay, interessanter Spot. Ich hätte gedacht, dass wir vorher rechts abbiegen müssen. Von der alten Stelle jetzt Sinn ergeben. Aber wenn wir auf der rechten Seite anfangen. Vielleicht nicht die perfekte Position, die Startposition hätten wir vielleicht eher als letzten Punkt wählen sollen. Wie es scheint. BIOS, okay. Beziehungsweise nicht BIOS, BOOS. Das ist ein weiter Weg dahin. Aber wir haben es gleich geschafft. Oh Gott. Diese Kurven sind auch brutal. Nächster Halt, Hafen. Verwaltung.
Eine Anbindung. Was? Anbindung? Ja, eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, okay. Tag, Student, drücken. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Ist ja schon schick hier, ne? Das muss ich ja schon sagen. Das ist verwirrend, wenn es der falsche Monat hier mit dem ersten Ort ist, hier direkt rechts. Pier 3. Oh Gott! Ich wollte auch nicht aussteigen. Ich wollte eigentlich nachgucken, ob wir da rumkommen. Noch ein Tag, dann hab ich endlich frei. Mensch, Punkte sind wir auf alle Fälle. Oh. Speedbump. Und hier mit dem Gelenkbus lang zu fahren, ist auch, glaube ich, zum Teil tricky, diese Kurve da vor allem gerade. Die letzte da mit dem nicht existierenden Bürgersteig. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Ist laut. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Aber Standard drucken. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelstandard drucken. Und weiter geht's. Das sind ja vor. Okay, jetzt geht jemand rüber. Das sind ja vor Vorfahrtsstraße. Da kann man auch ruhig mal fahren. Cool. Das ist uns der Kollege. Okay, no risk, no fun. Einfach durch. Gestern war es super. Was blinkt mir? Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Nächster Halt, Hafen, Pier 1. Das ist echt nicht mein Wetter. Okay, vielleicht auch nicht. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich Einzelstandard drucken. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte bitte. Tag, Senior drucken. Tag. Bitte. Eine Fahrkarte bitte. Mensch, sind sehr viele Fahrkarten hier wieder. Können wir gar nicht zum Schwarzfahrer gucken. Einzelstudent drucken. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Mehrere Fahrkarten sind immer gut. Also, ich habe mich schon gewundert. Abgesehen Lagerhallen. Nächster Halt. Wrestle Lagerhallen. Die Pünktlichkeit, die müssen wir später wieder rausholen. Das ist, schätze ich mal, hier ähnlich wie im Industriegebiet. Das wäre einfach. Ja, fast jedes Mal Zeit verlieren. Weil es einfach so ein belebtes Gebiet ist. Nur um diese Punkte zu bekommen, muss man jetzt hier halten. So. Ja, die holen wir noch raus.
Timing ist hoffentlich noch im grünen Bereich. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Okay, das ist noch ein gutes Timing, das ist schon mal gut zu wissen, aber das ist schon gut. Ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Spielen oder spülen? Und ab geht's zu einem etwas weiter entfernten Ort. Sieht bei Lido aber hin. Wieder mit ein paar Bodenwellen. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Die werden uns etwas ausbremsen, aber kriegen wir schon wieder hin. Wir müssen noch ein bisschen warten. Wir haben noch ein bisschen Zeit dahin. Wunderbar, jetzt auch noch raus, hervorragend. Müssen wir gleich gucken, ob wir gleich pünktlich genug da sind, um die zusteigenden Gäste und die noch drin bleiben, nach Schwarzfahren zu überprüfen. Oh Gott. Denke, sollte passen, zeitlich gesehen. So, wir verlassen Port Amber. Und düsen nach Siegwalden. For a brighter future. Ja. Mensch, so schnell sind wir hier noch nie vorbeigefahren. Muss ja bisher mal abbremsen und dann reinfahren, glaube ich. Vielleicht komme ich immer einen Zwischenstopp dort drin. Den Silenten haben wir noch. Gleich übers Wasser rüber. Hoffentlich bekommen wir mal hier eine perfekte Route hin, also ein 5-Sterne-Ding. Das wäre schon sehr geil. Da haben wir nämlich das auch mal abgeschlossen. Da haben wir das entschieden dann auch. Da muss ich halt aufpassen, dass ich hier keinen von den ganzen Schlaglöchern treffe. Wir müssen gar keinen, sonst niemanden über den Haufen fahren oder anfahre. Was jetzt wieder ein bisschen tricky wird, also mit den Schlaglöchern. Weil das halt hier so out of nowhere kommt mit den ganzen Schatteneffekten und so. Nächster Halt, Siegwalden, Lido. Okay, Timing ist ziemlich gut. Ich glaube, wir können gleich mal kurz durchrennen. Durch den Bus. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitteschön. Augen, Blick da, hier bitte. Die Fahrkarten bitte. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Ich möchte aber keine Bilder von irgendeiner Katze sehen. Klar. Ich möchte nur die hier, bitte. Ein Dummheit, für das ich das Gespräch gestellt habe. Aber sehr schön, alle haben ein Ticket. Und der wird Stau. Umso besser. Hey, hast du Lust ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Den wollen wir mal nach Oakville, irgendwas. Oakville, Zentrum. Zentrum war das, okay. Auch in Ordnung.
Ui. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Ach, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Kommt man das nur so vor oder sind irgendwie durch irgendein Update die... Fuck. Ja, Satz mit X, das war wohl nix. Wollte ich mal behaupten. Dass durch irgendein Update irgendwie die Gesprächslautstärke sich verändert hat. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Natürlich. In der Zeit rausholen. Hey, irgendwer hat was vergessen. Ich brauche eine Fahrkarte. Sie haben gar keinen Blätter dabei. Danke. Bitte. Einzelstandard. Danke, dass Sie gewartet haben. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten. Ich glaube, was war das meiste? Das meiste waren drei Fahrkarten, ne? Das ist echt nicht mein Wetter. Nicht? Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Nur ein Schlagloch war jetzt ungünstig. Bloß nicht mehr erwischen. Lachstraße. Bloß nicht noch mehr sammeln. Mann. Ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Ach Gott. Ich muss schon sagen, Siegwalden oder Siegwalden und Opel sind echt so Orte, da verlierst du halt nur Zeit. Und weil von denen jetzt auch wieder nur was kommt. Müssen wir uns vielleicht hier einfach mal vorschummeln. Damit wir ja Minuspunkt werden wir trotzdem bekommen wahrscheinlich. Das ist einfach blöde hier. Ja. Geil. Das war es dann auch mittlerweile mit den, keine Ahnung, 4,5 oder 5 Sternen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Dann kriegen wir nur wieder 4 Sterne. Standard. Danke. Bitte. War's das? Das war's. Nächster Halt, Siegwalden. Lachstraße. Heilige Scheiße. Das ist aber jetzt auch wieder cool. Oh Mann. Ah, sind da keine perfekten Rundfahrten so, ne? Also. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Oh, okay. Ich schätze mal, um die 5 Sterne zu bekommen, müssen wir einfach irgendwann mal keine Rundfahrt, sondern eine einfache Fahrt so gesehen machen. Da besteht die
Also die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir das besser abschließen als so. Oh Gott. Mensch, das wird jetzt auch wieder eng. Nicht in der Mitte fahren. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Vorabend. Puh. So, Schlaglöcher. Die Bremsen da vorne wahrscheinlich sowieso wieder extrem ab. So, hier haben wir auch noch ein Schlagloch. Oh Gott! Fünf Sekunden, okay. Knappe Kiste, auf jeden Fall. Ja, ich wollte zurückblinken, die Kacke hier. Ah, die müssen wir halt nochmal irgendwann fahren. Das ist die Taste und nicht J. Na, danke, Euro, ich glaube, Simulator 2 und ATS. Und das ist eine weitere Strecke, die wir dann mal fahren müssen. Auch vor allem zum Rundkurs einfach, damit wir hier die perfekte Fahrt haben. Eine Fahrkarte bitte. Du weißt, wie wir sowieso machen, eigentlich, oder was? Tagfahrt, also gut, Studenten. Danke. Warte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche Standard. Danke. Warte. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Können wir laufen. Das ist sowieso nicht so perfekt hier. Dann wollen wir mal zurück zum Hafen. Nächster Halt, Oakville. Ja, schon so krass zu spät. Sehr heftig. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Wie gut sind wir denn gerade? Was? Eine Fahrkarte. Ich brauche einen Kaffee. Na, wo denn? Ah, hier. Hallo. Danke. Bitte. Einzelstandard. Danke. Ja, mach mal so. War so ein schöner Tag im Schwimmbad.
Fragen. Fahren wir nochmal weg oder nicht? Gott, oh Gott. Bin ich mal gespannt, wie viel diese Strecke uns bringt. Also bringt mir einen Trick, meine ich jetzt, ne? Trotz des nicht perfekten Ones. Okay, kein Schlagloch. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Und so rum. Zu den Lagerhallen. Weil ja doch ziemlich viel gerade zugestiegen sind und ausgestiegen sind. Gut, 3,5 Minuten haben wir noch. Ist aber noch ein weiter Weg. Ui. War nicht nett. Glück gehabt, dass wir die Ampel noch bekommen haben. So. Okay, jetzt passt das. Schaffen wir, glaube ich, rechtzeitig. Bloß kein Schlagloch treffen. Ich frag mich, ob sich die Sterne so gesehen auffüllen oder ob die. Oh Gott! Ob die so gesehen mit 5 Sternen beginnen und quasi man immer mehr oder weniger wieder Pluspunkte bekommt, wenn man Minuspunkte bekommt, dann halt die einfach ein bisschen weniger werden und danach halt wieder mehr werden können. Aber darauf kann ich, glaube ich, einfach gar nicht achten. Oh, knapp. Schlagloch habe ich fast übersehen. Fast zu spät gesehen. Schlagloch. Oh je. Von der Strecke her passt das. Von der Route her könnte es aber eng werden, zeitlich. Also von der Verkehrsdichte meine ich jetzt, ne? Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Oh Mann. Oh. Wird's bald.
guckt uns ja jetzt ganz doof. Doch. Vielleicht kommen wir heute noch an. Auf alle Fälle, das Industriegebiet und der Hafen sind keine Strecken, die man gerne fährt, wenn man Punkte sein will. Da kann man sich die Pünktlichkeitspunkte schon wieder in die Tasche stecken. Wird man nicht schaffen. Nicht meine Uhrzeit. Hallo. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Ja. Gesundheit. Die Zeit wird immer uns im Nacken sein hier. Ich weiß, das merke ich jetzt schon. Nächster Halt, Hafen, Pier 1. Und das nenne ich die perfekte Parkposition. Na klar, noch sonst. Können wir mal vorne einsteigen? Jawohl. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten kommen sofort. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine einzelne Fahrkarte. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten. Einige Fahrkarten, sehr schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte, natürlich. Hier müssen Sie raus und steigen Sie raus. Wo liegt denn das Problem? Nächster Halt, Hafen, Pier 3. Nächster Halt, Hafen, Pier 3. Ja, zu spät, danke schön. Bus, keine perfekte alte Position. Eine Fahrkarte. Ja, schon da gucken. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Ist auch immer interessant, wenn man das teilweise bestimmen halt. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Komplett falsch. Danke. Gesetzt sind, so nach dem Motto. So, das. Senior, aber ja gut, na. Ja. Nächster Halt. Ja, Hafen. Verwaltung. Ja, so Senior, aber eine Stimme ist keine Ahnung. Mit der sonst was. Oh Gott. Okay, wir haben jetzt
nicht mal annähern. Vier Stück, ey, holy shit. Bis dann. Wir wollen mal gucken. Wir haben jetzt so viele Sterne. Ungefähr bis zu der Spitzen-Dings da. Mal gucken, wie viele wir gleich bekommen. Wenn wir. Oder wie viel wir gleich haben, wenn wir angekommen sind. Gespannt. Jetzt kannst du fahren. Oh, das ist nervig. Es macht schon Sinn, denke ich mal, am Punkt wieder reinzuholen. Aber halt nicht wirklich, wenn du so gut wie so wenig Punkte, also so wenig Sternchen hast, wie wir jetzt gerade. Jetzt kommt ein wenig rauf. Auch so ein nerviger Ort, da müsste man von der anderen Seite kommen. Das wäre angemessen. Kriegen wir noch hin. Seien die Backen hier wieder rum. Und auch nur sonst so hier rum. Und noch schenken. Mal gucken. Auf jeden Fall sind jetzt schon mal auf Level 3, also schon mal gut. Ja, okay, wir haben noch ordentlich Punkte noch dazu gemacht, zubekommen. Und wir haben den neuen Bus bekommen. Hervorragend. 26.000. Aha, Level-Dings kommen noch bald. Ein Bushaltestelle abgesenkt. Schlaglos schnell überfahren und Kollision bringen scheinbar. Also, ich vermute mal, das sind halt so 2 Watt auch immer Abzug. Also, zu spät ankommen. Ist schon heftiger. Vor allem, das sind Punkte, die wir gebrauchen hätten können. Blinkkorrekt benutzt ist auch gut. Gute alte Position, okay. Okay. Schwarzfahrer haben wir natürlich nicht erwischt. Aber 138.000, das ist schon mal nicht schlecht. Was sagt dann denn der Streckenplaner? Der Streckenplaner sagt 18.000 kriegen wir. Das ist der erwartete Gewinn. Das ist nice. Also nice. Auch die sind auch schon mal auf Level 3. Mindestens 2 Minuten haben wir eigentlich gemacht. Ja, dann würde ich sagen, war es erstmal für diesen
diese Folge und dann nächste Folge fahren wir dann durch komplett Port Amber durch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.